Am Anfang waren die einfach da. Bei Wohnen im Burscheid handelt es sich um einen Wohnbereich für 24 Menschen mit einer geistigen Behinderung, zum Teil mit einer sehr schweren geistigen Behinderung. Und das Besondere an den Bewohnerinnen und Bewohnern ist, dass alle über sogenanntes herausforderndes Verhalten oder wie wir eigentlich sagen, hohen sozialen Integrationsbedarf verfügen. Das sind Menschen, die sich nicht so verhalten, wie man das jetzt erwartet, insbesondere in sozialen Situationen, die nicht diese Ausdrucksform zur Verfügung haben, die andere Menschen haben. Das heißt ganz praktisch, das sind Menschen, die auf Frustrationserlebnisse, zum Beispiel mit Aggression, mit Gewalt gegen sich selber, gegen andere, gegen Objekte, sich verhalten. Es gab Menschen, die waren 24 Stunden am Tag fixiert. Und es gab Menschen, die wurden abgesondert, sobald sie eine Verhaltensweise an den Tag legten, die so nicht gewollt war. Es war zum Beispiel ein Tag, wo jemand von der Wohnheim in einer Eisdiele drin war. Und er ist einfach an die Eistheke und hat dann Eis mit der Hand einfach gegessen, sage ich mal. Das habe ich zufälligerweise mitgekriegt und habe ich dann eingegriffen, weil die Mitarbeiter von der Eisdiele sich damit angegriffen gefühlt haben, waren auch irgendwo schockiert. Und daraufhin habe ich den Bewohner da rausgeholt und da haben wir dann bei dem Heim angerufen, dass er abgeholt worden ist. So, kriegst du 1,50 Euro zurück. Dankeschön. Hey, tu mal die Sonnenbrille drauf. Yeah, du bist cool. Unsere Bewohner waren es überhaupt nicht gewöhnt, in einer normalen Umgebung sich zu bewegen, in normale Geschäfte zu gehen oder einfach mal ein Eis essen zu gehen. Die Leute wurden selbstbestimmter. Man hat einfach gemerkt, so, sie wollten diese Teilhabe und das haben sie uns sehr gut beigebracht. Und das war eben dieser Ansatz, dass man wirklich mitten ins Herz einer Stadt geht mit der gesamten Infrastruktur, Läden und Freizeitangebote. Wir reden heute von dem Konzept des inklusiven Sozialraumes. Inklusion bedeutet ja, dass jeder Mensch Teil der Gesellschaft ist. Und jeder Mensch, egal was für Besonderheiten oder individuelle Faktoren er hat, einen Platz in dieser Gesellschaft hat und Teil dieser Gesellschaft ist. Dazu gehört natürlich auch der Umgang mit Geld. Eine große Herausforderung im Umgang mit den geistig behinderten Menschen ist zum Beispiel, wenn versucht wird, eine Unterschrift zu leisten und diese mal nicht so gelenkt oder neben das Blatt geschrieben wird, dann ist das für uns aber auch gar kein Problem, weil die Menschen mit geistiger Behinderung von gegenüber uns auch alle persönlich bekannt sind, sodass das dann für uns gar kein Problem darstellt und das Geld trotzdem ausgezahlt werden kann. 15. Für mich war es eine Selbstverständlichkeit und für uns ist der Umgang mit den Menschen mit Behinderung alltäglich. Ich möchte heute Kuchen haben. Hunger. Welchen möchtest du denn heute haben? Käsesahne. Der erste Kontakt war für mich sehr überraschend, sagen wir mal so. Weil ich nicht wusste, wie ich die zu handeln habe. Aber nach einer gewissen Zeit kommt man halt klar. Man weiß, wie sie sind, je öfter sie kommen und weiß, wie man mit ihnen umgeht. Dann such dir einen Platz aus, ich bring dir das rein, Bärbel. Ja. Am Anfang haben die Leute halt kritisch geguckt. Mittlerweile freuen sie sich, wenn die kommen. Ich habe auch schon von den Leuten gehört, dass sie gesagt haben, warum sollen die nicht ins Café gehen? Die haben genauso Bedürfnisse wie wir. Also sie geben meistens uns das Portemonnaie, der nehme ich das dann ab über den Kopf und nehme mir das Geld und stecke ihr den Kassenbon dafür da rein. Das klappt super gut. Was wir von Anfang an angestrebt haben, ist eine Vernetzung zu schaffen, um eben in Kontakt mit den Bürgern zu treten. Wir gehen gegenüber zum Schuhmacher, wir gehen dort zum Schlüsseldienst oder eben ins Nähgeschäft. Wir kaufen hier die Kleidung, wir gehen immer grundsätzlich mit Bewohnern. Einmal, um den Bewohnern die Scheu zu nehmen und einfach, um immer wieder Präsenz zu zeigen und zu zeigen, wir sind jetzt Bürger Burscheids, wir leben hier und wir gehören dazu. Wir sind ganz stolz und ganz glücklich zu sagen, seit wir in Burscheid leben und an diesem Leben teilnehmen, fixieren wir nicht mehr und wir schließen keinen ein. Wir haben die Türen offen, im Gegenteil, wir öffnen noch mehr Türen. Ha 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 ha!